Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die InStyle-Box. Die ist endlich da, ich freue mich. Die bekomme ich ja gratis von boxpalast.de zur Verfügung gestellt und kann auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Schau dafür einfach unten in die Infobox, das ist alles relativ simpel und mach einfach bei der Verlosung mit. Ansonsten würde ich sagen, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyle-Box ist auch eine Abo-Box, es ist eine Beauty-Box, wo du aber auch Lifestyle- und Food-Produkte drin hast und die kommt viermal im Jahr, also immer passend zu jeder Jahreszeit. Das hier ist jetzt die Sommeredition. Da soll tatsächlich ein Warenwert von über 110 € drin sein, da bin ich sehr gespannt drauf. Und die kannst du halt im Abo bestellen und da kostet die so um die 30 €, also ich glaube zwischen 25 und 30, je nachdem, was für eine Abo-Art du wählst. Und ich finde die großartig. Die InStyle-Box kommt immer in so einem Karton und ist tatsächlich auch immer eine weiße Box mit einer roten Schrift. Das ist immer, immer, immer diese Box. Tada! Wir öffnen die Box einmal. Oh, ich liebe es. Ich liebe Unboxings, ne? Und hier haben wir die Box. Da haben wir das Seidenpapier drumherum mit dem Klebi. Den öffnen wir einmal. Und hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die InStyle-Box ist immer sehr hochwertig. Also ich bin auch meistens sehr, sehr glücklich über die InStyle-Box. Und ja, das ist der erste Blick in die Box. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Gibt es etwas Schöneres, als sich bei warmen Temperaturen mit der neuen InStyle-Box eine Auszeit zu nehmen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen? Es kommt tatsächlich auch endlich heute die Sonne raus, ne? Den ganzen Tag über war es grau und übel und jetzt ist es 5 Uhr abends und endlich kommt die Sonne, ja. Sonne macht ja bekanntermaßen glücklich. Sie sorgt dafür, dass unser Körper Glückshormone ausschüttet, ja. Das gute Vitamin D, Leute. Was die Sonne kann, kann die InStyle-Box schon lange. In quadratischer Form finden Sie hier nämlich alles für eine glückliche Sommerauszeit. Okay, Thema ist also glückliche Sommerauszeit. Meine Highlights, das lesen wir gar nicht vor. Nein, nein, denn da stehen schon direkt so ein paar Produkte, die wollen wir gar nicht wissen. Das wird gespoilert, das wollen wir nicht. So, jetzt nehme ich erstmal das Krüppelpapier davon runter. Und ja, als erstes haben wir einen Snack. Natürlich snacken. Tropikai Bio Kokos Chips Crispy Kakao. Ich persönlich mag Kokos als Duft gar nicht. Essen nur bedingt. Ne? Also wenn zum Beispiel du so eine Packung Celebrations hast und es sind am Ende ja grundsätzlich die Bounties über und ich habe einen totalen Nap darauf, dann esse ich mir auch wohl mal einen Bounty. Ich probiere es trotzdem mal. Natürlicher Proteingehalt, ballaststoffreich, mit Bio-Kokosblütenzucker geröstet. Okay. Wir geben dem Ganzen eine Chance. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, das sieht man auch, das sind so ganz kleine Chips, so sieht man es besser, ne? Das ist sehr, sehr krümelig, halt sehr natürlich und ich probiere es mal. Nee, mag ich nicht so gerne. Das nächste Produkt ist eine Mascara von Yves Rocher, Feel Stronger, Volume and Longueur. Draußen läuft übrigens Sammy rum, wenn ihr es rascheln hört, dann ist er das. So sieht die Verpackung aus. Also das ist schon ziemlich groß, ne? Also sehr dick. Und das ist in der Farbe Noir, also schwarz. Und es ist so eine schöne mattschwarze Verpackung mit einem roségoldenen Schriftgedöns. Yves Rocher. Das sieht nicht nach Yves Rocher aus. Yves Rocher ist meiner Meinung nach nicht so schick vom Design. Riecht sehr dezent, sehr angenehm und hat so ein Bürstchen, was in der Mitte halt etwas schmaler wird. Ja, sieht ganz interessant aus, werde ich demnächst mal testen. Jetzt habe ich ja Mascara drauf, da macht das relativ wenig Sinn. Aber interessante Geschichte. Ja, werde ich ausprobieren. Als nächstes habe ich hier ein Haarband drin, würde ich mal so sagen. Und das setze ich mir doch mal direkt auf gleich. Haarbänder im Sommer passt. Ich weiß nur nicht, ob ich das hinkriege. Ich bin immer so ungeschickt in sowas, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Haare und ich, ich bin kein Frisurenmensch. Ich glaube, so muss das. Keine Ahnung, ne? Oder? Weiß ich nicht. Wie tief muss denn das ins Gesicht? Oder so? Dann sieht das an den Ohren auch irgendwie komisch aus. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie rutscht das dann bei mir auch immer nach hinten und so. Keine Ahnung, ich lasse das jetzt mal so, ne? Ist eine nette Geschichte, ist auf jeden Fall auch zum Sommerthema passend, aber ich bin kein Mensch für Haarbänder. Ich finde, das sieht bei mir mal irgendwie
möchte gerne und konnte nicht oder so aus. Aber gut. Das nächste Produkt ist eine Augencreme von Flora Mare. Strahlender Augenblick, Brightening Moment. Okay, interessant. Ich habe aktuell sehr, sehr viele andere Augencremes hier. Ich habe, das Video drehe ich gleich, das kommt später online. Ich habe die Clinique All About Eyes Augencreme aus Luxemburg bekommen. Die pflegende und feuchtigkeitsspendende Textur des Flora Mare strahlende Augenblick kann dunkle Augenringe aufhellen und Rötungen kaschieren. Das lasse ich jetzt auch mal zu, weil sowas ist immer nur ganz kurz haltbar, in dem Sinne auch nur 9 Monate. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich, wann ich, wie ich das verwenden kann. Aber Flora Mare ist eine ziemlich, ziemlich teure Marke, also es wird nicht günstig sein. Den halte ich jetzt zum 4. Mal, glaube ich, in meinen Händen. Der wird definitiv weiter wandern. Das ist von Weleda, der Beauty Balm, den... Der ist mir zu dunkel, der ist mir zu würstchenbildend und ich mag ihn einfach nicht an meiner Haut, deswegen wird er weiter wandern. Dann von Redken, Nature and Science Vegan All Soft Softening Conditioner. Ah, guck mal, für trockenes und widerspenstiges Haar. Das ist schön, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die wird auf jeden Fall bei mir ein gutes Zuhause haben. Riecht sehr kräuterig. Sehr, sehr kräuterig. Mhm. Okay. Vielleicht mit an der Nase. Gut. Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Auch für den Sommer sehr passend, weil da will man ja auch echt schöne Haare haben. Und ja, cool. Redken ist auch eine krasse Marke, Leute. 99% naturally derived ingredients. Also 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. So. Mega gut. Biore für alle Hauttypen. 14 Kombi Clear Up Strips. Tiefenreinigend. Das ist super, das gefällt mir. Sowas kann man im Sommer sehr gut gebrauchen, weil im Sommer hast du etwas öligere Haut oder viele haben einfach etwas öligere Haut. Und da kann man dann gut auch diese Clear-Up-Strips nehmen. Ich verwende ziemlich viele Peel-Off-Masken, deswegen kann man das dann auch alternativ sehr gut verwenden. Ja, schön. Doch, gegen Mitesser für Gesicht und Nase. Also für die Stirn und für die Nase. Und die von Biore finde ich sowieso klasse. Mir gefällt Biore als Marke richtig gut. Ich mag auch die Biore Strips, die Schwatten, die du dir auf die Nase machen kannst. Ich mag die One-Minute-Thermomaske richtig gerne. Also tolles Produkt, da freue ich mich drüber. Das hatte ich auch noch nicht. Ach, guck mal, das ist jetzt das passende Shampoo zu der Spülung und auch von Redken. Das ist 83% natürlichen Ursprungs und auch wieder dieses All Soft. Auch für trockenes Haar. Und ja, das finde ich toll. Dann kann man das schön in Kombination verwenden. Denn ich verwende gerne Shampoo und Spülung in Kombi. Also, dass ich dann auch das passende Shampoo zu der Spülung habe. Ja, das riecht genauso kräuterig. Und irgendwie habe ich hier einen Faden. Läuft. Ja, cool. Freue ich mich drüber. Das nächste Produkt ist von Dove. Pflege Plus mit Extrakt von weißem Tee. Eine glättende Bodylotion. Das ist auch super. Dove ist eine sehr schöne und sehr angenehme Marke. Jedenfalls, ne, mein Körper mag das sehr gerne. Und ja, das ist dann auch neu. Du hast in der Instylebox auch immer wieder Neuheiten drin, was ich auch sehr charmant finde. Dann riechen wir mal dran. Riecht so nach nichts. Mal ein bisschen vorne mal ab. Gib mir das mal hier auf die Hand. Es riecht vorrangig nach Dove und hat einen leicht, ja, frischen Unterton. Was jetzt aber für den Sommer eine ganz tolle Geschichte ist. Und die zieht schön ein, die Bodylotion. Ach, das gefällt mir. Ja, die gefällt mir. Das ist toll. Schönes Sommerprodukt. Und als letztes haben wir hier in der Box von einer Marke, von der ich schon echt viel habe, von I+M aus Berlin. Das ist eine vegane Marke, die hatte ich auch schon in der Vegan Beauty Basket zum Beispiel mit drin. Ein Hydro Perform Aqua Boost Aloe Vera Hyaluron Gedöns. Da steht nicht mehr drauf. Also da steht nicht Gedöns drauf, aber das ist das Produkt. Und wofür ist das? Wahrscheinlich fürs Gesicht. Das leichte Aqua Boost Serum wirkt wie eine Erfrischungskur für normale bis trockene Haut dank Aloe Vera, Hyaluronsäure und vitalisierendem Papaya-Extrakt. Faires, kaltgepresstes Granatapfelkernöl unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Schmetterlingsflieder schützt vor Hautschäden und blaues Bildschirmlicht. Guck mal, das ist auch super. Ich habe ja einen Bürojob und da habe ich wirklich dieses ganze blaue Bildschirmlicht sehr viel. Und das sind ja diese ganzen Einflüsse, die quasi die Haut auch vorzeitig altern lassen. Das wollen wir ja nicht.
Aqua Boost zieht rasch ein und sorgt für einen frischen Teint. Vor der Gesichtscreme. Ach so, guck mal. Das kann ich jetzt dann auch direkt benutzen. Das kann ich nämlich vor der Gesichtscreme verwenden. Oder als alleiniger Pflege in die Haut einmassieren. Also erst das hier, dann meine Gesichtscreme. Sehr gut. Geil, da freue ich mich drüber. Anti-Blue Light. Guck mal, und weil ich das jetzt heute auch direkt dann anfange zu verwenden, kann ich mir das hier auch mal auf die Hand geben. Oh ja. Das ist ein durchsichtiges Serum, was einfach nach Naturkosmetik riecht, also leicht alkoholisch. Und das war jetzt, glaube ich, auch für meine Hand ein bisschen viel. Also da brauchst du auch nicht viel von, ne? Ich verteile das jetzt mal komplett auf meinem Arm. Der muss ja auch gegen das ganze blaue Licht geschützt werden. Schöne Produkte in der Box, Leute. Ja, leicht muffig, ne? Das ist halt immer dieses typische Naturkosmetik. Aber als Serum vollkommen in Ordnung. Ist jetzt auch schon eingezogen und ja, ne? Es ist jetzt eine Hand ohne Creme drauf. Auf jeden Fall gefällt mir das gut. Werde ich direkt verwenden. Freue ich mich, dass es mit drin ist. Ist kein R2D2-Spender, aber damit komme ich klar. Ja, geil. Coole Sache. Ihr Lieben, bis auf die Coco-Chips und dieses Weleda 5-in-1-Tagescreme getönt mit Bronze, schlag mich tot, hat mir alles richtig gut gefallen und wird auch alles seine Anwendung bei mir finden. Ja, gut, das Haarband, ne? Das ist vielleicht richtig geil für einen Bad Hair Day, weiß ich nicht. Aber es sind wirklich alle Sommerprodukte. Und, Leute, ich freue mich, es ist ausnahmsweise mal keine Sonnencreme mit dabei. Damit, wenn du halt mehrere Boxen hast, wirst du damit echt zugebombt. Und ja, es hat mir richtig gut gefallen, was hier in der Box drin ist. Ja, vom Wert kann ich mir echt vorstellen, dass es sich in dem Rahmen von 110 Euro bewegen wird. Ich blende es dir hier auch mal ein. Also es ist alles schon recht hochpreisig. Das Ding ist, dass hier in dem Heftchen nun mal keine Produktpreise drin stehen. Das heißt zum Beispiel für das Haarband muss ich immer so ein bisschen was schätzen. Da gucke ich dann einfach, was auf anderen Amazon- oder Modeseiten solche Produkte kosten und dann schreibe ich das als Circa-Preis rein. Also, ne? Denk auf jeden Fall an die Verlosung. Schau dafür unten in die Infobox. Mir hat's gefallen. Ich hoffe dir auch. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine ganze Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Es sind echt viele. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, böse, böse, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!